Gallensteine bilden sich in der Galleflüssigkeit, die in der Leber gebildet wird. Und meist entstehen diese Steine in der Gallenblase, wo die Galleflüssigkeit dann eben kristallisiert und sich diese Steine bilden, die ganz unterschiedliche Größen erreichen können, von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Und da ist es dann häufig so, dass die großen Gallensteine Probleme in der Gallenblase verursachen, Gallenkoliken, Gallenblasenentzündungen, während die kleinen Gallensteine, die wirklich fiesen sind, die eben in den Gallengang rutschen können und den Galleabfluss aus der Leber verstopfen können.